Also mit so ein Werkzeug die Tastatur hier abklemmen und dann abnehmen und dann hier so nach vorne, das habe ich schon gemacht. Und hier ist der Akkustecker rausziehen. Ja, ein bisschen warten, so ja, 10-15 Sekunden. Und dann Netzteilstecker rein. Und dann jetzt Achtung, Klick. Aha, das Bild hat schon geblitzt und man hört schon das Laufwerk laufen und der Lüfter hat es gedreht. Lenovo. So, jetzt bootet sogar das System. Und dann kann man sehen hier, die LED-Anzeige blinkt ja nicht mehr. Okay. So, da warten wir, bis das Gerät gebootet hat. Also die zwei Schrauben hier der Tastatur auf der anderen Seite müssen raus, ne? In der Mitte. Also die mittige Schrauben. Ansonsten kriegt man die Tastatur nicht raus. Ja, das ist keine Schulung, das ist ja auch kein Reparaturtipp oder sowas. Ist nur, was man machen kann. Und wie immer braucht man ein paar technische Kenntnisse. Dauert sehr lange, bis er bootet. Ich mache mal kurz Pause, das dauert zu lange. Ja, schade um den i5-Prozessor hier. Also die Festplatte ist sowas von langsam. Das Gerät ist gebootet, ganz normal. Jetzt mache ich wieder aus. Ich hoffe, er geht schneller aus. Ja, also die Power-LED leuchtet nicht mehr. Also blinkt nicht mehr, sondern leuchtet. Das Gerät ist an und das ist die Ladeanzeige, dass der Akku geladen wird. So, warten wir auch, bis er ausgegangen ist. Sicher kann man hören, dass die Festplatte dreht und der Lüfter läuft. So, jetzt ist komplett aus. Warten noch mal ein bisschen. So, jetzt verbraucht er keinen Strom. Ich kann das immer sehen an meinem Gerät. So, dann ziehe ich den Netzstecker aus. Also Netzteil raus. Dann stecke ich hier wieder mein Kabel rein. Akku wieder einsetzen. Dann nehme ich hier mein Netzteil wieder. Dann schaue ich mir jetzt den Verbrauch an. Der Verbrauch geht langsam hoch. Schauen genau hin, jetzt leuchtet die LED-Anzeige der Akku. So, und jetzt mache ich das Gerät wieder an. Und es funktioniert. Ne? Und die Power-LED-Anzeige leuchtet dauerhaft und blinkt nicht mehr. Sollte, dann... Ja, wenn das Gerät nicht angeht und weitere Fälle hat, dann ja, prüfen ist klar. Aber ich kann ja hier nur das, was wirklich los war und nicht was anderes. So, dann guck mal hier drinnen und dann kann man gut sehen, der Akku wird geladen. Und jetzt ziehe ich den Stecker raus hier und der muss anbleiben. Achtung, und der bleibt an. So, dann geht hier die LED-Anzeige, das ist die rechte hier, Akku wird nicht geladen, dann zeigt er hier auch und jetzt Stecker rein, soll es leuchten, ne? So ist das aus, Stecker raus, geht aus, perfekt. Ja, was da hier los war, wollen wir jetzt nicht unbedingt erklären, einfach ein Fehler in der Ladesystem der Akku. Es kann natürlich auch von defekten Netzteil kommen und dann schalten sie aus Sicherheitsgründen ab. Früher hat man den Akku rausgezogen, hinten am Gerät. Heutzutage sind die Akkus fest verbaut. Da muss man ein bisschen abschrauben. Deswegen ist gut, wenn man
zu Hause so eine kleine Schraubendrehersatz hat und mal so ein kleines Spachtelchen und was, na, dann kann man immer gut reingehen, wenn etwas los ist, ne? Ja, sicher wird man auch ja, das sind die Schrauben, genau, das habe ich schon gesagt. So, also mehr habe ich hier nicht zu erzählen, finde ich.